Gesundheitsdaten betreffen uns alle, deswegen freue ich mich besonders auf den nächsten Talk. Wir haben da Daniel Leisegang, Co-Chefredakteur von netzpolitik.org, und Bianca Kastel, die sich selbst bezeichnet als disruptives Element in der Verwaltung und als digitale Erklärbärin. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Talk und begrüßt bitte herzlich die beiden Sprecher zu ihrem Talk. Von der elektronischen Patientenakte zum European Health Data Space, 7 Thesen zur aktuellen Gesundheitspolitik. Viel Spaß! So. Vielen Dank. Guten Morgen erstmal zur Morgenvisite im wunderbaren Thema Gesundheitsdigitalisierung. Man hat mich schon ein bisschen vorgestellt. Mein Name ist Bianca Kastel. Ich bin Entwicklerin und macht tatsächlich das Thema auch beruflich, zumindest im Bereich Gesundheitsämter. Ihr kennt das, das sind die mit den Faxen. Ich bin außerdem Vorsitzender des Innovationsverbundes Öffentliche Gesundheit. Das ist also auch immer die Persona, mit der ich auch mal politisch zu tun habe, um das irgendwie besser zu machen. Und ich war tatsächlich auch Einzelsachverständige zum Thema Gesundheitsdatennutzungsgesetz, was uns dann nachher auch noch begleiten wird. Und jetzt will ich noch kurz zu Daniel übergeben, der sich auch noch mal selbst vorstellt. Ja, viel hinzuzufügen habe ich gar nicht, genau. Ich bin Co-Chefredakteur bei netzpolitik.org, gemeinsam mit Anna Biselli. Wir sind hier auch vor Ort. Nachher gibt es noch ein Meetup, wer uns treffen möchte. Ja, und ich freue mich auf den Talk. Gut. Das ist ein Talk aus dem Track Politik. Er enthält allerdings auch Spuren von Technik und Security, weil alles Technische auch politisch ist und andersrum. Und es bei dem Thema besonders politisch-technisch wird. Deswegen müssen wir auch so ein bisschen in die Technik einsteigen. Es ist aber eher fürs politische Verständnis. Ich versuche es technisch verständlich zu erklären. Es ist vielleicht manchmal ein bisschen tiefergehend, aber wir bleiben meistens noch an der politischen Oberfläche. So, diese Slides gibt es auch schon online unter bkastel.de/37c3. Den Artikel dazu gibt es dann später bei Netzpolitik. Er ist relativ umfangreich, das können wir sagen, weil das Thema auch relativ umfangreich ist. Wir versuchen das trotzdem in ca. 45 Minuten zu erklären und fangen dann eigentlich schon mal an mit dem Thema. Beim letzten Chaos Communication Congress 36c3 war ja noch nicht so viel passiert im digitalen Gesundheitswesen. Warum ist jetzt seit dem letzten Mal so viel passiert, damit wir jetzt über so viel Veränderung sprechen müssen? Naja, es gibt da 3 Gründe, mehr oder weniger. Einerseits hatten wir das Thema Pandemie. In der Pandemie haben wir gemerkt, es gibt so eine gewisse Datendesorientierung, so will ich das mal bezeichnen, weil das Thema war nicht zwangsläufig, dass wir keine Daten hatten, sondern dass diese Daten, die wir hatten, irgendwo lagen, irgendwo analog waren und irgendwie nicht vernetzt und interoperabel waren. Also weniger das Thema, dass es politisch nicht möglich gewesen wäre oder dass der Datenschutz schuld gewesen wäre, sondern dass einfach diese Daten irgendwo verworren rumlagen. Dann haben wir das Thema, dass seit ca. 20 Jahren es ein politisches Scheitern in der Digitalisierung des Gesundheitswesens gibt. Spannenderweise hat der gute Herr Lauterbach, der jetzt Gesundheitsminister ist, auch schon unter Ulla Schmidt das Thema mit elektronischer Gesundheitskarte und E-Rezept auch schon im Jahr 2003 irgendwie mit angeschoben. Es wirkt so ein bisschen, als würde jetzt das verändert werden sollen, was vor 20 Jahren mal schon unter ihm begonnen hat. Und wir haben natürlich das Thema mit neuen gehypten Technologien, sogenannter künstlicher Intelligenz, was sich auch bei dem Thema Medizin sehr stark auswirkt, was natürlich auch sehr stark prägt, wie diese Systeme gestaltet werden sollen in Zukunft. Und das sind so die 3 Gründe, warum wir jetzt tatsächlich in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel Veränderung erleben werden. Und wir schauen mal, wie das dann so funktioniert. Gehen dann über unsere 7 Thesen. Die sind so ein bisschen sortiert nach politischen Dingen, nach technischen Dingen, nach Risiken, nach weniger nach den Chancen, weil wir sind nicht die, die diese Datenschätze heben wollen, sondern wollen darauf hinweisen, wie das Heben von diesen Datenschätzen möglicherweise auch besser funktionieren kann. Und wir wollen auch durchaus optimistisch enden, auch wenn es vielleicht zwischendrin ein bisschen düster wird. Und damit würde ich übergeben an Daniel zur Politik. Genau, die erste These lautet, Gesundheitsdigitalisierung ist weit mehr als nur Gesundheitsdigitalisierung. Was wir damit meinen, ist vielleicht, wenn man mal 3 Jahre, 5 Jahre, 5 Jahre inzwischen zurückgeht, ein Benchmark von der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2018. Die haben damals untersucht 17 EU- und OECD-Staaten und Deutschland kam damals auf einen unrühmlichen vorletzten Platz, Platz 16. Und das war eben auch das von Bianca schon angesprochene Motiv oder Anliegen, was jetzt die Bundesregierung verfolgt.
unter anderem jetzt seit August 2022 mit ihrer Digitalstrategie, wo eben an Punkt 4 stets ein ganz wichtiger Posten die elektronische Patientenakte ist und das E-Rezept, also die Gesundheitsdigitalisierung als solche. Und da steht auch schon die Zahl, die das Ganze antreibt. Also auch die Bundesregierung betreibt da gewissermaßen ein Benchmarking, will sich messen lassen. Das tut sie ja ohnehin in der Digitalstrategie ganz eifrig und wird viele Ziele deswegen auch reißen. Aber die 80%, die sollen kommen Anfang 2025. Und das wird eben erreicht durch ein sogenanntes Opt-out-Verfahren, auf das wir gleich nochmal genauer eingehen. Aber erstmal, was passiert da gerade? Und das war jetzt ein spannender Monat, was Gesundheitsdigitalisierung angeht, weil dort tatsächlich zwei Sachen passiert sind. Das eine war in Deutschland. Zwei Gesetze wurden verabschiedet am 14.12. im Bundestag. Die Debatte dazu war relativ kurz. Bianca war im Ausschuss auch eingeladen worden. Das ging dann innerhalb von 2,5 Stunden. Es war auch nur der Gesundheitsausschuss, nicht der Digitalausschuss, der auch öffentlich tagte. Aber das ging ruckzuck. Bestimmte Personen wie der Datenschutzbeauftragte wurden auch gar nicht erst befragt. Also es war im Schnellverfahren und dieses Höchsttempo, im Höchsttempo wurden da zwei Gesetze verabschiedet. Das eine ist das Digitalgesetz. Das ist im Grunde das, wo die EPA drin steckt oder auch der Medikationsplan oder auch das E-Rezept. Und das zweite ist das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Da geht es darum, was der Name auch schon sagt, nämlich die Daten für mehr Forschung zu nutzen. Und Karl Lauterbach ist natürlich nicht nur ausgesprochener Fan dieser beiden Gesetze, sondern eben auch des Datenschatzes, den es zu heben gilt. Also das sind immer so seine Begriffe, Datenschatz, Quantensprung, die Kehrtwende, die Aufholjagd. Das sind immer die Begriffe, mit denen das gewissermaßen geschmückt wird. Und garniert wird das auch noch mit KI. Also da ist auch ein großer Fan von KI. Er sagt zum Beispiel, da kommen wir gleich nochmal auf, dass generative Sprachmodelle, also wirklich Zeichen, Anzeichen von klarer Intelligenz hätten. Also er will diese KI da drauf werfen und diese KI soll uns dann strukturierte Daten geben. Der zweite Punkt, der einen Tag zuvor im Europäischen Parlament eine wichtige Hürde nahm, ist der europäische Gesundheitsdatenraum. Der Gesundheitsdatenraum ist einer von insgesamt 14 geplanten Datenräumen in der EU. Das muss man sich so ungefähr vorstellen wie so ein Binnenmarkt, nur dass er eben für Daten eingebracht wird. Und der Gesundheitsdatenraum ist der erste und soll auch sowas sein wie die Blaupause des Ganzen. Also viele Datenräume, die sich daran anschließen, man hat sich vorgenommen, man nimmt sich jetzt den kompliziertesten vor, fängt damit an und viele andere sollen dann folgen. Und auch da gibt es diese zwei Säulen. Das wirkt jetzt ein bisschen komplex, aber es sind im Grunde genommen links und rechts die beiden Säulen, die wir in den beiden Gesundheitsvorhaben, Digitalisierungsvorhaben haben. Auf der einen Seite links die Patientensicherheit bzw. die Primärdatennutzung, die eben die PatientInnen und die Versicherten vor allem betrifft und auf der rechten Seite die Sekundärdatennutzung. Das ist dann Forschung, da sieht man, da soll die Politik, aber eben auch die Wissenschaft profitieren, auch das so die Lehren aus der Pandemie. Und damit kommen wir schon zur These 2, weil mit Datenschatz ist schon angesprochen und auch mit KI ist angesprochen, dass dann natürlich Unternehmen ein großes Interesse daran haben. Und eben Karl Lauterbach hat auch ein großes Faible für die KI selbst. Und hier ist mal eine Studie aus dem Januar 2023 von McKinsey, die mal deutlich machen oder versuchen, das sogenannte Nutzenpotenzial, auf Deutsch kann man auch sagen, die Einsparungspotenziale auszurechnen, die EPA beziehungsweise das E-Rezept, die beide haben könnten. Das sind drei Balken. Der erste Balken ist das, was wir direkt einsparen, wenn wir beides einführen, 8 Milliarden. Und dann gibt es indirekte Einsparungen bzw. Nutzenpotenziale, die sich daraus ergeben. Und das sind dann sogenannte Enabler-Technologien. Ihr müsst euch den Kreis jetzt gar nicht in Gänze anschauen. Ich will nur deutlich machen, was dahinter steckt, was für ein Interesse dahinter steckt, was für ein Hebel das sein soll, um mal so einen Finanzkrisenbegriff zu benutzen. Also es gibt diesen Kreis, da seht ihr EPA und E-Rezept weiter oben links. Und dann sind die nochmal im inneren Kreis. Und der innere Kreis, der sich so bis zu gut ein Viertel weiter bewegt, der liegt an sogenannten weiteren Technologien, digitalen Technologien, die enabled werden sollen, die dadurch ermöglicht werden sollen. Und die Ersparnisse sind dann eben pro Jahr bis zu knapp 30 Milliarden. Und daran haben natürlich eben auch die Unternehmen ein großes Interesse, die den Markt schon seit längerem dominieren, meist im Hintergrund, beziehungsweise versuchen zu erobern. Das eine ist Google.
Google ist seit langem schon dabei mit auch generativen Sprachmodellen, die eben auf medizinische Bereiche spezialisiert sein sollen, in diesen Markt vorzudringen. Das Ganze hat damit zu tun, oder was sie damit versuchen zu lösen, ist unter anderem ein großer administrativer Aufwand, der bei den Ärztinnen und Ärzten, bei den behandelnden Leistungserbringern anfällt. Und das Versprechen ist hier genau das, was Lauterbach will. Die Daten, die in die EPA einfließen, müssen möglichst strukturiert sein. Und diese Strukturierung, wenn das Ärztinnen oder die Krankenkassen vornehmen, kostet ja unglaublich viel Zeit. Und das soll eben die KI übernehmen. Das Problem ist dabei, dieses Sprachmodell kann beispielsweise einfache Fragen beantworten. Ja, was sind erste Anzeichen einer Lungenentzündung oder was Ähnliches? Das Problem ist allerdings, dass sie weder den Kontext noch die konkrete Situation mit den Patientinnen im Behandlungszimmer einschätzen können. Und gleichzeitig vertrauen aber Ärztinnen und Ärzten laut Forschung oder Studien diesen KI-Modellen extrem. Und das ist diese sogenannten Automation Bias. Das heißt, es gibt ein großes Vertrauen in diese Systeme, gleichzeitig funktionieren sie aber nicht. Also es gibt einen Bericht in der Washington Post, der sehr klar beschreibt, dass es einfach genauso wie bei ChatGPT und Co. einfach zu den sogenannten Halluzinationen kommt. Und das ist natürlich gerade im medizinischen Bereich nicht das gewünschte Resultat. Microsoft ist auch dabei, da steht jetzt Nuance drunter. Microsoft hat das Unternehmen gekauft im April 2021 für knapp 20 Milliarden. Da merkt man schon, die waren schon lange dran. Das Unternehmen hat davor sich einen Namen gemacht mit Dragon Software, Spracherkennung. Einige werden es sicher mal benutzt oder genutzt haben. Und hier wird das Ganze gewissermaßen nochmal im Turbo-Modus für das Behandlungszimmer freigeschaltet. Das heißt, das funktioniert tatsächlich so, wie es hier abgebildet ist. Auf der linken Seite der Patient, der kommt und mit der Ärztin dann spricht und sie begrüßt ihn, er schildert, was er für Symptome hat. Und dieses Modell, der DAX Copilot, der hört zu, extrahiert diese Daten, die genannt werden, und füllt die dann in die Daten, in die Akte ab, in die elektronische Patientenakte. Das ist so das Ziel und das Vorhaben des Ganzen. Das Ganze lauscht also die ganze Zeit mit. Es ist online in der Cloud, da wird schon sicher nichts schief gehen. Das ist aber so das Vorhaben, was Microsoft verfolgt. Und das dritte Unternehmen, wichtiger Punkt, genau. Microsoft verspricht sich davon auch was. Nämlich, das ist so die Benefits, die man davon hat. Und der zweite Punkt ist spannend, sagt nämlich, dass 70% weniger Gefühl da sei für Burnout oder Müdigkeit. Sprich, das soll den Behandelnden unglaublich viel Arbeit abnehmen und dadurch sollen sie dann weniger das Gefühl der Belastung haben. Dass das nicht funktioniert bislang, auf jeden Fall, ist ein drittes Beispiel. Epic, ein Unternehmen aus den USA, das langsam auch auf den europäischen und den deutschen Markt auch vordringt. Also es ist an der Charité und in Tübingen hat es schon Fuß gefasst. Und das ist auch so eine Krankenhaussoftware, die sich eben ähnlich wie die beiden Vorangehenden dem Ziel verschrieben haben, den Behandelnden in den Krankenhäusern die Arbeit abzunehmen. Und das ist in Großbritannien eingeführt worden vor knapp 10 Jahren, es ist in Dänemark eingeführt worden und es ist auch zuletzt in Norwegen eingeführt worden. Und in Großbritannien und in Dänemark war das Stimmungsbild relativ klar danach. Es gab Kündigungsandrohungen, also hoch. Die Zahlen waren extrem hoch. Es waren so rund 40% der Behandelnden, die danach gesagt haben, dieses System stresst uns, funktioniert nicht, es ist teilweise falsch übersetzt, es macht nicht das, was es soll. Und der Fall in Norwegen hat dann nochmal besonders hohe Wellen geschlagen. Hier ist ein Bild zu sehen, wo es dann zu Demonstrationen sogar kam, wo man dieses Gesundheitssystem, was eben auf dem Angebot von Epic basierte, wo man das wieder weghaben wollte. Es gab auch dort in der zentralen norwegischen Region vermehrt Kündigungswellen. Es gab eben diese Demonstrationen und es wurde gesagt, dieses System muss wieder weg. Also auch Epic funktioniert nicht. Und damit kommen wir zur These 3. Ja, jetzt wird's technisch und ich finde es auch schön, dass das Motto des diesjährigen 37C3 andockt ist, weil darum geht's tatsächlich. Es geht jetzt tatsächlich ein bisschen um Kryptographie. Brute Force Forschung aus dem Thema, weil KI ist ja in gewisser Weise so der Versuch, mit Brute Force Probleme zu lösen. Und das kann man natürlich nur, wenn man Zugriff auf Daten hat. Karl Lauterbach hat da relativ unumwunden zugegeben, dass er
für sein Forschungsdatenzentrum. Wir nehmen diese Daten dann zwar pseudonym, aber sie werden dort gesammelt und zentralisiert, dass er dort einen Crawler will. Mit diesem Crawler will dann irgendwelche Krankheiten erkennen und Korrelationen erkennen und einfach Dinge herausfinden. Und das Ganze soll in sogenannten vertrauenswürdigen Ausführungsumgebungen passieren. Und ja, dazu muss man erstmal Daten sammeln. Jetzt haben wir aber so ein kleines Problem. Wir haben eine elektronische Patientenakte, die ist einerseits nicht besonders gut angenommen, die ist circa so bei 1% der Bevölkerung ausgerollt, so knapp unter 1 Million, glaube ich, sagt heute der Stand. Und wir haben ein anderes Problem, wir haben natürlich jetzt nicht sofort die Möglichkeit, auf eine Ende-zu-Ende verschlüsselte Patientenakte zuzugreifen, die Patienten individuelle Schlüssel hat. Aktuell ist in der elektronischen Patientenakte so, dass es einerseits ein Opt-in-System ist und dass es natürlich eine Verschlüsselung hat. Ich sage deswegen quasi Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weil die elektronische Patientenakte aktuell mit 2 externen Schlüsselgenerierungsdiensten arbeitet. Das heißt, dort wird euch ein Schlüssel generiert und ihr könnt keinen Schlüssel selbst generieren, aber es ist zumindest ein bisschen sicherer, weil ihr habt zumindest einen Patienten individuellen Schlüssel, der ja erstmal nur euch bekannt sein sollte. Jetzt ist es mit Opt-out ein bisschen schwierig und deswegen muss man die elektronische Patientenakte umbauen. Das passiert mit der sogenannten EPA für alle. Und ich muss dann immer aufpassen, dass ich nicht zu unfair zu Gematik bin. Viele Teile des Folgens sind sehr stark politisch geprägt. Teilweise wird das Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch politisch nicht gewollt. Und man will eine ermöglichende Verschlüsselung haben. Deswegen ist die Gematik da nur teilweise dran schuld, aber sie ist auch mit schuld. Und es lässt sich aktuell, dieses Konstrukt lässt sich noch bis etwa Mitte Januar kommentieren. Ich glaube nicht, dass diese Kommentierung besonders viel Wirkung hat, aber man kann es kommentieren, wenn man das möchte. Worum geht es eigentlich jetzt? Wir haben, gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt aktuell noch eine elektronische Patientenakte und diese sogenannte EPA 2.6, das ist der aktuelle Stand, die wird auf die EPA 3.0 migriert, das ist die EPA für alle, in Anführungszeichen, allerdings kurz auch Opt-out-EPA. Und jetzt habe ich in dieser meiner bisherigen elektronischen Patientenakte irgendwelche Dokumente, irgendwelche Befunde, irgendwelche Bilder und die sind erstmal für mich individuell verschlüsselt. Jetzt möchte ich natürlich als, sagen wir mal, BMG, Bundesregierung, wer auch immer da jetzt dran genau verantwortlich ist, diese Dinge nutzen. Ich will sie automatisch nutzen, ich will sie auch nach einem Opt-out-Prinzip nutzen, ich möchte Forschungsdaten ausleiten. Was mache ich? Ich nehme natürlich diese bisher Ende-zu-Ende verschlüsselten Daten mit individuellen Schlüsseln und migriere sie auf ein neues System. Das heißt, ich breche diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die patientindividuell ist. So, gibt es dafür wieder was Neues, weil muss es ja doch irgendwie absichern, wäre schon ganz gut mit Patientendaten. Ja, es gibt was Neues und das funktioniert dann so, ich nehme diese bisher entschlüsselten Daten, verschlüssel sie neu. Das geschieht auf einer vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung. Das heißt, da gibt es nach wie vor einen Betreiberausschluss. Es ist so, dass das System der elektronischen Patientenakte immer bei den Krankenkassen liegt quasi. Die sollen aber selbst keinen Zugriff auf diese Daten haben, weil es ist ja quasi ein Interessenskonflikt. Deswegen gibt es in der elektronischen Patientenakte 3.0 ein System, was diese individuellen Daten nochmal neu verschlüsselt mit einem sehr, sehr mächtigen Masterkey. Also die Masterkeys gehen unter Umständen vielleicht auch mal verloren. Selbst Microsoft hat die mal verloren. Aber gut. Und diese neuen Daten werden dann trotzdem individuell verschlüsselt, aber mit einem sehr, sehr schwachen Schlüssel. Denn man nimmt dann zum Beispiel die KVNR. Die KVNR ist die Krankenversicherungsnummer. Und die Krankenversicherungsnummer, ja, die kennt die Krankenkasse. Das heißt, ihr habt jetzt ein System, wo eure bisher individuell verschlüsselten Daten überführt werden, in ein System, was zwar auch eine Art von Verschlüsselung hat, wo allerdings die größten Teile dessen der Krankenkasse bekannt sind, die wiederum selbst allerdings einen Betreiberausschluss hat. Also ein bisschen kompliziert, aber die Kurzfassung ist, ihr habt keine Möglichkeit mehr, diese Daten für euch individuell technisch zu verschlüsseln. So, jetzt wird es noch komplizierter, weil ich dachte mir noch mehr Technik am Morgen. Nein, ich versuche es kurz zu erklären, wie es eigentlich funktioniert. Wir haben ja, das werden wir später auch noch herausfinden, das Thema, dass diese elektronische Patientenakte Opt-out ist. Das heißt, all diese Funktionen, die auf dieser elektronischen Patientenakte aufsetzen, also dass zum Beispiel Leistungserbringer darauf zugreifen, dass diese Daten an das Forschungsdatenzentrum ausgeleitet werden,
und dass diese Daten befüllt werden automatisch, sind ja quasi der Standard. Das heißt, ich kann dann zwar für mich selbst individuell nochmal sagen, okay, ich möchte das nicht, ich reiche quasi einen Widerspruch ein, aber diese elektronische Patientenakte ist als solche konstruiert, dass sie quasi in dieser vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung, dazu komme ich gleich später nochmal, diese Daten erstmal, sagen wir mal, sehr, sehr schwach individuell verschlüsselt abspeichert und dann die möglichen Widersprüche, die werden dort zwar rein technisch als Konsent bezeichnet, sind allerdings eher logisch als Widersprüche zu sehen, abspeichert. Das heißt, man nimmt erstmal den Maximal aus bei dieser elektrischen Patientenakte, baut den technisch dann so hin, dass das alles funktioniert, mit Ausleitung von Forschungsdaten, mit Zugriff für alle Leistungserbringer, mit dass entsprechend diese Daten befüllt werden können und macht dann quasi mit der Logik nochmal verschiedene Widersprüche drauf. Also wenn ihr zum Beispiel nicht wollt, dass eure Daten an das Forschungsdatenzentrum ausgeleitet werden, gibt es dann einen entsprechenden Widerspruch. Wenn ihr zum Beispiel nicht wollt, dass bestimmte Ärzte nicht auf bestimmte Daten zugreifen können, gibt es dann einen Widerspruch dazu. Das heißt, ihr seht, dass dieses Konzept von Opt-out sich auch komplett technisch manifestiert in dieser Umsetzung. Jetzt könnte man davon ausgehen, dass diese vertrauenswürdige Ausführungsumgebung, die sogenannte V, ich werde es abkürzen als V, weil das Wort ist immer so lang, dass sie als solche sicher ist. Allerdings ist das IT-Security-mäßig ein bisschen schwierig, wie wir dann später merken. Es gibt natürlich in diesem System genügend andere Akteure, die darauf Zugriff haben. Wir haben zum Beispiel die IDPs, das sind die sogenannten Identity Provider, die halt irgendwie auch einen Zugriff auf diese Akte geben müssen. Wir haben irgendwie die Leistungserbringer, wir haben Ombudsstellen bei Krankenkassen, wir haben, ja, was haben wir sonst noch? Wir haben DIGAs, ja genau, wir haben DIGAs. DIGAs sollen auch Zugriff auf die elektronische Patientenakte bekommen, zumindest schreibend und lesend bestimmt auch irgendwann. Und es gibt also noch ein ganzes Ökosystem, was dann trotzdem irgendwie Zugriff darauf hat, unabhängig davon, ob diese Daten jetzt besonders sicher in einer vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung abgelegt werden. Das wird also noch sehr, sehr spannend, weil wenn wir mal dann so gucken auf das, was es also ist, die elektronische Patientenakte für alle ist technisch gesehen damit keine patientinnenzentrierte Patientenakte. Es wird politisch immer ganz gern subsumiert, dass man sagt, ja, das ist jetzt irgendwie Empowerment für Patientinnen, die haben jetzt irgendwie endlich Kontrolle über ihre Daten und Transparenz. Naja, rein kryptografisch gesehen haben sie das gar nicht. Das muss man sagen, wie es ist. Und ja, sollte man halt noch dazu sagen, wenn ihr das wenn ihr die wirklich technische Kontrolle dazu haben wollt, ist die einzige Möglichkeit, den Opt-out an erster Stelle zu machen. Das heißt, ansonsten kriegt ihr eine elektronische Patientenakte, die halt kryptografisch nicht mehr unter eurer Hoheit ist. Sollte man wissen. Jetzt habe ich viel über diese vertrauenswürdigen Ausführungsumgebungen gesprochen. Gibt es die denn schon? Wie ist denn diese Wundertechnik, die auch Karl Lauterbach immer als super sicher und total modern und sonst irgendwas bezeichnet? Ja, die gibt es schon. Das sind zum Beispiel so Anbieter wie Edgeless Systems. Das ist im Prinzip der Versuch, flapsig formuliert, ein Kubernetes zu verschlüsseln in allen Stufen der Verarbeitung. Was halt quasi auch ein bisschen die Technik ist, eigentlich auch dazu da, dass man in Public Clouds eher so Sachen machen kann, die eher, naja, private Umgebungen brauchen. Also auch so Sachen wie die Werbeversprechen, die Edgeless Systems auch ein bisschen hat, ist, ja, du kannst ja jetzt zum Beispiel auch bei AWS oder bei Google Gesundheitsdaten verarbeiten, weil das ja quasi so abgekapselt ist. Das ist aber quasi so Kern dieses ganzen Konzeptes, dass es Technologien wie diese von Edgeless Systems gibt, die das auch quasi absichern, weil diese gesamte V halt sehr, sehr wesentlich in diesem ganzen Konzept ist. Jetzt ist der Kern dieser V auch etwas, was sogenannte Secure Enclave auf Prozessoren ist, also die Möglichkeit, dass man diese Datenströme quasi im Prozessor nochmal abschotten kann. Das Ganze funktioniert eigentlich ganz okay, geht allerdings so alle 2 Jahre mal wieder kaputt, weil irgendjemand in irgendwelchen Prozessoren irgendwelche Microcode-Probleme findet, Seitenkanalattacken und sonstige Dinge. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir bei den Krankenkassen nicht davon ausgehen, dass das auf den gleichen System betrieben wird wie irgendwelche anderen Public-Sachen, kann man das noch ignorieren. Was man aber allerdings natürlich dann nicht ignorieren kann, sind Sachen, die ja schon mal passiert sind. Wir haben beim 36C3 Sachen
mitbekommen mit Teilberufsausweisen, Gesundheitskarten, sonstigen Identifizierungsmöglichkeiten, mit denen man trotzdem einen Zugriff auf individuelle Daten der elektronischen Patientenakten und Aktensysteme hatte. Und was wir auch dann irgendwie noch so als Tipp hatten, wir haben zum Beispiel auch das Chaos bei KIM mit, dass Zertifikate doppelt benutzt werden für verschiedene Krankenkassen. Wir haben so Sachen wie, einfach, dass es in der Praxis von dieser Spezifikation nicht mehr so viel übrig bleibt, weil die Güte, wie dort manchmal gearbeitet wird, in der Praxis noch viel weniger Security ermöglicht. Das ist die Welt, auf die wir technisch zusteuern, die auch politisch gewollt ist, weil man will ja quasi auch eine ermöglichende Verschlüsselung und die Security muss auch irgendwie nutzerfreundlich sein und so weiter und so fort. De facto bricht man aber sehr, sehr viel von dieser eigentlich bisher relativ stabilen Security der elektronischen Patientenakte auf. Ja, das Ganze ist auch dazu da, um KI zu nutzen. Und man kann jetzt irgendwie sagen, ChatGPT, DALL-E oder was auch immer mit Midjourney gibt da ganz beeindruckende Ergebnisse. Das ist allerdings keine Anwendung für so Medical-Grade-Anwendungen im Bereich KI, sondern es ist halt, wenn du bei DALL-E irgendwie oder bei Midjourney irgendwie so ein komisches Bild rauskriegst und sagst, das passt mir nicht, mache ich halt ein neues. Im medizinischen Bereich hast du diese Möglichkeit nicht, weil davon sind manchmal Leben betroffen. Nichtsdestotrotz versucht man eben mit zum Beispiel dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz auch ganz klar den Krankenkassen zu ermöglichen, dass diese auf den ihnen vorliegenden Daten datengeschützte Erkennung individueller Gesundheitsrisiken zu betreiben. Das heißt, die Krankenkasse kann auf euren Abrechnungsdaten und zum Beispiel auch den Rezeptdaten, weil die liegen den Krankenkassen vor, die so Verdachtsdiagnosen stellen. Also zum Beispiel auf Pflegebedürftigkeit oder irgendwelche schwerwiegenden Krankheiten, weil sich aufgrund von den Abrechnungen möglicherweise ein Risiko ergibt, weil andere Verläufe ähnlich waren, die auch ähnliche Diagnosen dann zur Folge hatten. So könnte man es mal darstellen. Diese datengeschützte Erkennung der individuellen Gesundheitsrisiken ist erstmal opt-out. Das heißt, die Krankenkassen dürfen das machen, außer sie widersprechen. Die Krankenkassen haben dann noch so ein bisschen eine Aufklärungspflicht. Sie müssen relativ gut darüber informieren. Aber de facto können die Krankenkassen jetzt die nächsten 2 Jahre auch nach Inkrafttreten dieses Gesetzes relativ viel auch in diesem Bereich machen und werden wahrscheinlich auch relativ viel experimentieren, weil die Krankenkassen sich natürlich auch neu in dieser Welt von dem digitalisierten Gesundheitswesen positionieren müssen als ja, gewisserweise Gesundheitsdienstleister. Dabei aber natürlich einen Bereich betreten, wo sie eigentlich keine Expertise haben, weil sie sind keine MedizinerInnen, sondern sind einfach eine Bank im Großen und Ganzen. Das führt zu dem Thema, dass wir Abrechnungsdaten haben mit einer eher stochastischen Technologie. KI-Systeme sind ja eher so ein bisschen schwammig. Kommt daraus eine präzise Diagnose rein? Ich würde sagen, nein. Viele MedizinerInnen, die auch in der Anhörung zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz waren, sahen das auch sehr kritisch. Bundespsychotherapeutenkammer, Bundesärztekammer, eigentlich alle MedizinerInnen, die eine Stellung abgegeben haben, sahen das kritisch. Es ist trotzdem gesetzlich möglich. Ja. Dazu kommen natürlich auch die Probleme, die sogenannter KI im medizinischen Bereich grundsätzlich innewohnen. Wir haben da zum Beispiel so Sachen wie, naja, KI findet zwar die richtigen Korrelationen, aber die Kausalitäten sind dann doch andere. Hier ist ein Beispiel von Alina Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Die hat dann zum Beispiel ein Beispiel für die Erkennung von Tuberkulose in Röntgenbildern. Und da stellte sich raus, dass das System eigentlich ganz gut funktioniert, dass man dann festgestellt hatte, dass es so einen ganz, ganz komischen Bias gibt. Nämlich, dass die Tuberkuloseraten bei Röntgenbildern von mobilen Röntgengeräten sehr viel höher waren als bei normalen Röntgengeräten. Der Hintergrund davon ist, dass diese Bias auch aus den Daten kommt, weil üblicherweise in Ländern, in denen höhere Tuberkuloseraten sind, auch mehr mobile Röntgengeräte benutzt werden. Das ist tatsächlich die Korrelation. Das heißt, wenn ihr dann ein Bild eines mobilen Röntgengerätes habt, sagt es mit höherer Wahrscheinlichkeit, dass es Tuberkulose ist, weil es halt von diesen charakteristischen Rändern von mobilen Röntgengeräten erkennt, es war ja schon bei den anderen mobilen Röntgenbildern so, dass da mehr Tuberkulose war. Solche Dinge haben wir, solche Dinge machen wir auch erst später irgendwie auf, weil man das halt erstmal einsetzt und dann vielleicht auch später erstmal hinterfragt, ob das denn eigentlich so wirklich kausal richtig ist.
ganze Thema hatten wir auch im Bereich Covid. Da werden zum Beispiel dann auch im Bereich Röntgenbilder eher so Shortcuts genommen, statt das eigentliche Signal zu bewerten. Und es gibt noch viele andere Beispiele. Und ein anderes Beispiel, dass es alles nicht so einfach ist, ist zum Beispiel IBM, jetzt nicht die kleinste Firma, die haben auch mal versucht, mit IBM Watson im Bereich Onkologie Dinge zu lancieren, sind dann krachend gescheitert. Und wenn IBM das in den letzten Jahren versucht hat und schon gescheitert ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt auch trotz mehr Technik und mehr Daten wieder funktioniert, eher unwahrscheinlich. Also von daher, man experimentiert da so ein bisschen. Wir werden mal sehen, was dabei rauskommt. So, These 5, I know what you recovered from last summer. Wir haben so ein Problem, was beim Thema Forschung auch sehr stark entsteht. Eigentlich braucht Forschung gut aufgelöste, verknüpfte Datensätze. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich aber dann noch Privatsphäreversprechen einhalten kann, wird unwahrscheinlich, je höher aufgelöst und verknüpfter der Datensatz ist. Das ist eigentlich ganz einfach. Je eindeutiger quasi die Daten sich von anderen unterscheiden, desto weniger gut kann ich die Privatsphäre der entsprechenden Person noch aufrechterhalten. Man muss dazu auch sagen, dass für das Thema Forschung diese Daten auch zentral im Forschungsdatenzentrum gebündelt werden sollen. Also einerseits kommen da pseudonyme Abrechnungsdaten zusammen und es kommen auch die dazu pseudonymisierten Daten aus der elektronischen Patientenakte dazu. So, jetzt ist es spannend, wie das im Gesetz formuliert ist. Ich habe in meiner Stellungnahme dazu geschrieben, dass man einerseits versucht, das Reidentifikationsrisiko für pseudonyme Daten zu minimieren. Also da steht drin, wir versuchen, das möglichst gut zu pseudonymisieren, soweit das entsprechend im Rahmen der Anwendung möglich ist. Allerdings erwähnt man im gleichen Gesetzestext auch wieder, dass falls man jetzt zufällig eine Reidentifikation unabsichtlich gemacht hat, das ist, wenn man das anzeigt, dass es dann nicht so schlimm ist und man will dieses Verfahren dann nur noch im Benehmen mit BSI und BFDI abstimmen. Im Benehmen heißt, man fragt die mal, aber die müssen nicht zustimmen. So, das heißt, Pseudonymität als solche bietet auch bei diesen massenhaft ausgeleiteten Forschungsdaten keine ausreichende Sicherheit. Das Ganze könnte man jetzt sagen, ja, es gibt auch irgendwelche Techniken, mit denen kann man eben künstliche Daten erzeugen. Ja, die gibt's, aber auch da gibt es teilweise das Problem, dass man damit eher unbrauchbare Daten erzeugt oder dass diese Daten dann doch wieder Rückschlüsse auf die Originaldaten zulassen. Das heißt, man ist also immer so ein bisschen am Hin und Her zwischen Pseudonymisierungstechniken und Techniken, die das Ganze wieder entpseudonymisieren. Es wird also relativ spannend, speziell auch mit dem Gedanken, dass wir, dass Karl Lauterbach da auch sehr stark auf sehr stark zentrale Forschungsdatenberge setzt. Was dann auch noch relativ spannend ist, weil ich gerade das Forschungsdatenzentrum angesprochen habe, da läuft eigentlich noch ein Prozess von Konstanze Kurz. Der läuft eigentlich schon länger. Der ist jetzt irgendwie im Februar erstmal pausiert worden, weil das Forschungsdatenzentrum, in dem alle diese Forschungsdaten pseudonym vorliegen, also wir sprechen von allen Abrechnungsdaten der Krankenkassen, plus eben zukünftig auch den Daten der elektronischen Patientenakte, weil das kein Sicherheitskonzept hat. Dieses Sicherheitskonzept hätte vorliegen können seit dem Digitale Versorgungsgesetz von 2019. Also es ist eine gewisse Zeit eigentlich schon ins Land gegangen. Es gibt aber noch keins. Deswegen ist die Klage, die jetzt über Konstanze Kurz und die GFF anliegt, noch pausierend, weil man noch gar nichts beklagen kann, weil es kein Konzept gibt, was man beklagen kann. Naja, schauen wir mal, wie das dann weitergeht. Dazu kommt noch, dass diese Daten in diesem Forschungsdatenzentrum eine Speicherfrist haben von bis zu 100 Jahren. Auch das wurde tatsächlich im Gesundheitsdatennutzungsgesetz geändert. Und 100 Jahre, ich weiß nicht, wie häufig ihr schon Technologiewechsel mit irgendwelchen Speichersystemen und Security-Systemen hattet, aber 100 Jahre ist dann doch einiges zu tun, um diese Daten entsprechend noch abzusichern. Gut, damit kommen wir zu These 6. Genau, jetzt war schon viel von Vertrauen die Rede und gleichzeitig die Rede davon, dass einfach ein Zugriff auf diese Systeme relativ einfach möglich ist, also relativ einfach, vor allem, dass aber viele darauf Zugriff haben. Und umso überraschender, und damit kommen wir wieder zurück zu dem politischen Teil und auch zu dem Opt-out, ist keine Option, ist es
dass wir hier einen Paradigmenwechsel haben in den letzten Jahren. Also 2019 standen wir noch beim Prinzip informierter Einwilligung. Also wir kennen das von der DSGVO, wir kennen das von Cookie-Bannern, wir kennen das von der Organspende, wo auch heftig drum gerungen wurde, was aber auch schon gerade wieder kippelt. Auch das wird in die Debatte kommen, aber da merkt man auch wieder den Paradigmenwechsel. Also es vollzieht sich da gerade eine Veränderung, wo ich nicht mehr informiert, begründet in etwas einwillige und eine andere Partei darauf wartet, dass ich da ein Kreuz in ein Häkchen oder meine Unterschrift setze, sondern ich werde erstmal in das System reingespült, meine Daten werden da reingespült in ein System, wo ich keine Kontrolle drüber habe, technisch, kryptografisch nichts, die Daten sind da drin und dann kann ich innerhalb einer bestimmten Frist sagen, ich will da raus und kann diese Daten löschen lassen. Und das ist eine Veränderung, Bianca hat schon angesprochen, wo das gerade bei der EPA relevant wird. Bei der EPA ist es so, ich kann verschiedene Sachen ausblenden oder ich kann auf verschiedenen Stufen kann ich out-opten. Das ist einmal, will ich überhaupt eine EPA haben, wird die befüllt, haben die Zugriff darauf und werden die Daten der Forschung zur Verfügung gestellt. Im Grunde genommen sind davon nur zwei relevant. Will ich überhaupt so ein relativ unsicheres Ding haben, was nicht Technik, was nicht Patienten sind, technisch nicht patientenzentriert ist? Und B, will ich diese Daten der Forschung zur Verfügung stellen in einem System, wo pseudonymisierte Daten sich relativ leicht wieder entschlüsseln lassen, siehe das Gerichtsverfahren, was Bianca angesprochen hat. Sprich, Vertrauen steht einem Opt-out-Verfahren gegenüber, ein Vertrauen, was ich schenken soll, was ich hinterfragen muss, technisch und auch politisch, wie ich finde, KI ist intelligent, steht gegenüber einem Opt-out-Verfahren, was relativ mir zumindest schwache Möglichkeiten nur an die Hand gibt. Und das ist beim European Health Data Space so. Der Verordnungsentwurf von der Kommission, die macht das ja immer, die gibt immer eine Grundlage vor und dann wird darüber diskutiert, dann werden die verschiedenen Partner müssen eine Position dazu finden, also Rat, Parlament, und dann geht das Ganze in die Verhandlung. Jetzt hat das EU-Parlament, beziehungsweise der Kommissionsentwurf, also das, was den ganzen, das Fundament der ganzen Debatte auf EU-Ebene war, sah keinerlei Widerspruchsrecht vor. Null, nada. Also ich musste das Ding akzeptieren. Das war auch ein Widerspruch zur deutschen, zu den deutschen Plänen. Also wenn ich hier ein Opt-out habe, in der EU aber nicht, wie geht das zusammen? Das war lange Zeit ein Fragezeichen. Da merkt man auch, es wurde schnell gestrickt und keiner guckte, wo die Fäden vielleicht einmal zusammengehen. Das EU-Parlament hat sich überraschenderweise dann in einer ersten Positionierung, die Ausschüsse verhandeln das dann, auch dazu entschieden, wir brauchen kein Opt-out. Und dann gab es aber nochmal letztendlich auf den letzten Metern doch noch die Entscheidung, okay, wir führen sowas wie ein Opt-out ein, das ist aber relativ weich. Ja, das ist was lange gefordert wurde. Das fand dann, das ist eine Klausel, die jetzt drinsteckt, die besagt, den Mitgliedstaaten obliegt es zu entscheiden, ob ein Opt-out möglich ist. Das heißt, bestenfalls. Ja, und damit löse ich nur den Widerspruch zwischen Mitgliedstaat und EU auf. Bestenfalls gibt es hierzulande einen Opt-out, wie ohnehin die Bundesregierung das vorsieht. Kein Opt-in. Und ob das in anderen Ländern so ist, bleibt abzuwarten. Und ob das überhaupt durch den jetzt anstehenden Trilog es schafft, bleibt auch abzuwarten. Also weiterhin viele, viele Fragezeichen. Das heißt, was wir gerade haben, ist dieses Prinzip Opt-out, was langsam kommt. Und das betrifft nicht nur die Gesundheitsdigitalisierung. Da wird gerade, ich sagte schon, das ist eine Blaupause auf EU-Ebene und auch hierzulande wird das einiges auslösen. Also dieses Opt-out wird das neue Paradigma offensichtlich, wie ich mit Datenschutzproblemen umgehe. Und das ist der eigentliche, finde ich, eigentlich der politische Skandal, der über diese ganze Gesundheitsdigitalisierung hinausreicht. Warum ist das relevant? In zweierlei Hinsicht. Wir hatten gerade den 40. Geburtstag des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist keine Worthülse. Das wurde erkämpft, das wurde vom Bundesverfassungsgericht definiert. Und das definiert, das würde definieren mit Blick auf die Gesundheitsdigitalisierung, etwas, was auch das Patientinnenbild definiert. Ich selber kann darüber bestimmen, was mit meinen Daten passiert. Das heißt gleichzeitig, ich muss mich damit beschäftigen. Ich muss das reflektieren und ich werde damit als autonomer Bürger, persönlich autonome Bürgerin wahrgenommen und werde auch in die Rolle versetzt. Das, was gerade passiert, ist ein hochgradig paternalistisches Modell, wo einfach gesagt wird, deine Daten dienen der Forschung, dienen dem Gemeinwohl, also geben wir die frei und können auf der Grundlage auch dieses eingeschränkte Opt-out-Recht machen. Also das ist tatsächlich auch ein BürgerInnenbild, was dahinter steckt, was mit einem emanzipatorischen und ich finde auch in sich demokratischen, von unten demokratischen Gesellschaftsbild wenig zu tun hat. Das Zweite spielt damit zusammen. Das ist nämlich eine Machtasymmetrie. Wenn ich ein Opt-in-Verfahren hätte,
dann würden die Krankenkassen auf mich zukommen und würden mich mit Broschüren zumüllen und würden sagen, warum das alles so toll ist, so sicher und so weiter. Und vielleicht würden sie es auch sicherer machen, als wie Bianca das gerade geschildert hat. Das machen sie aber nicht. Sondern das, was sie machen, ist, sie werden jetzt praktisch, ich glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung gar nicht weiß, was da auf sie zukommt. Das ist das Problem. Sondern das wird da reingereicht, das ist entschiedene Sache und das wird kommen. Und das Opt-out, das werden dann jene machen, die das überhaupt mitbekommen, verarbeiten und am Ende auch das Schreiben abschicken, wie das passiert, ist noch offen, um sich da rauszumanövrieren. Und an die Versicherungen, die Leistungserbringer, die Behandelnden, haben erstmal von sich wenig Interesse, dass sich daran viel ändert. Damit kommen wir zur These 7, wie eine patientenzentrierte Gesundheitsdigitalisierung aussehen könnte. Also ich meine, wir haben schon vieles jetzt bemängelt, daraus kristallisiert sich schon heraus, was ein besseres Motiv wäre. Ich würde jetzt aber sagen, den ersten Schritt machst du, weil da warst du involviert. Ja, genau, nein. Also wenn man mal so ein bisschen mal 2 Jahre zurückgeht oder 3 Jahre zurückgeht, 3 Jahre sind es genau, 3,5. Wir haben ja schon so große Digitalisierungsprojekte im Gesundheitswesen auch schnell irgendwie hinbekommen und es war Pandemie, wir brauchten eine ganz, ganz große Kontaktnachverfolgungslösung, die irgendwie auch Vertrauen genießt. Wir haben das tatsächlich schon mal hinbekommen, wir haben die Corona-Warn-App ja irgendwie erfolgreich an den Start gebracht. Es war ein bisschen Hauen und Stechen vorher, ja gut, das gehört dazu, Apple und Google waren da auch noch beteiligt, aber es ist schon bemerkenswert, dass das Ministerium, also das BMG, das in der Pandemie mit etwas viel Hilfe ein führendes Beispiel an Security by Design, Transparenz und Selbstbestimmung geschaffen hat, genau das jetzt bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens nicht macht, und zwar ganz bewusst. Und wir versuchen auch immer so konstruktiv wie möglich zu sein. Man kann sagen, es ist alles doof und blöd und ja, aber es ist ja in der Digitalisierung des Gesundheitswesens sind trotzdem auch viele, ich sage jetzt nicht Chancen, sondern ich glaube, es ist notwendig, dass wir in eine Zeit kommen, wo wir auch zeitgemäß mit digitalen, vertrauenswürdigen Methoden im Gesundheitswesen agieren können. Und deswegen, ich würde jetzt mal noch kurz ein bisschen erklären, wie es zu diesem Brief gekommen ist, haben wir versucht, mit verschiedenen Organisationen auch das Ganze zu artikulieren, wie sowas aussehen könnte. Ihr kennt vielleicht noch die Prüfsteine der Corona-Warn-App. Das Ganze gibt es jetzt auch für die Digitalisierung des Gesundheitswesens, 10 Prüfsteine für die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Und weil wir so ein bisschen halt auch immer in dieser Nerd-Bubble sind, ja, ein paar Nerds sagen, das ist unsicher, aber die haben ja keine Ahnung, dachten wir, lass uns doch auch mal Betroffenen sprechen. Und wir haben dann tatsächlich auch diesen offenen Brief ausgelöst, zusammen mit der Deutschen Elzhilfe, dem Chaos Computer Club, dem Innovationsbund Öffentliche Gesundheit, Superlab, die 64, dann haben wir noch die Digitale Gesellschaft, und ich hoffe, ich habe keinen vergessen, haben relativ viele auch noch, die sich angeschlossen haben, zum Beispiel ja, die Verbraucherzentrale Bundesverband, also durchaus auch Menschen, die jetzt nicht so Hardcore-Technik machen, die aber sich sehr stark um die Bedürfnisse von Patientinnen, Verbraucherinnen kümmern und zum Beispiel auch den Paritätischen Gesamtverband. Das heißt, durchaus merken wir, dass es auch für Betroffene, für Menschen, die diskriminiert und stigmatisiert werden durch möglicherweise auch das digitale Gesundheitswesen, dass für die das auch ein Anliegen ist, dass man das einerseits zwar möchte digital, aber man möchte es auch vertrauenswürdig, man möchte es selbstbestimmt, und dazu kommen wir jetzt zu Forderungen. Genau, aber vielleicht noch eine Ergänzung dazu, was mir gerade so einfällt und was mir auch auffällt seit ein paar Monaten, wenn man so diese Ausschusssitzungen oder auch die Debatten dazu verfolgt, wie dann selbst hohe Repräsentantinnen aus den Ministerien, aber auch auf europäischer Ebene, wie dann Forschende, die zu technischen Dingen, zu kryptografischen Themen, aber auch zu Diskriminierungspotenzialen oder Gefahren vielmehr sich äußern, wie die geradezu diskreditiert werden. Also es wird nicht nur ignoriert, sondern es wird zum Beispiel unterstellt, dass die ForscherInnen, die sich mit Kryptographie beschäftigen und kritisieren oder zumindest warnen davor, dass diese Systeme nicht sicher seien, dass sie beispielsweise von amerikanischen Browser-Anbietern finanziert seien. Das sind Argumente, die sich dann nicht mehr mit der Thematik oder mit der Sache beschäftigen, sondern es ist eine Diskreditierung, die ich aus anderen Ländern kenne, wo es längst nicht mehr darum geht, um Fakten zu diskutieren oder tatsächlich um Gefahren, gesellschaftliche Gefahren immensen Ausmaß. Es geht hier um Gesundheitsdaten von rund 500 Millionen Menschen, die da reingepumpt werden. Und insofern ist es bemerkenswert, dass es halt nicht nur die eine Bubble ist, sondern dass es tatsächlich ein Querschnittsbild sich da zeigt und auch eine Meinung dazu. Also tatsächlich, ja, es empört mich. Muss ich kurz reinschieben. So, kommen wir zu den Forderungen. Wir machen 4 Forderungen, die wir am Ende nochmal aufstellen. Das betrifft die informationelle Selbstbestimmung,
Das Gemeinwohl als zweites, das dritte ist die IT-Sicherheit und das vierte ist die Dezentralisierung von Daten, wie sie gerade schon angesprochen war. Die erste Forderung mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Ich sagte schon, das ist keine Worthülse, sondern das ist ein Grundrecht. Und Bianca sagte gerade, es gibt Diskriminierung, es gibt Stigmatisierung und wenn man sich das die Gesundheitsgesetze anschaut, bei der elektronischen Patientenakte habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, bestimmte Inhalte zu verschatten. Wenn ich also nicht möchte, dass meine Zahnärztin was sieht, was meine Therapeutin geschrieben hat oder diagnostiziert ist, dann kann ich Daten verschatten. In bestimmten Bereichen ist das aber gar nicht vorgesehen. Beispielsweise im Medikationsplan, den ich erhalte, wenn ich eine bestimmte Menge an Medikamenten bekomme, dann habe ich einen elektronischen Medikationsplan und da kann ich Sachen nicht verschatten. Das heißt, ich brauche das Recht auf informationelle Selbstbestimmung im Detail. Ich muss meinen Konsent geben können im Detail zu einzelnen Bereichen. Das muss quer über alle Bereiche, über alle Apps, über alle Einzelteile dieser Gesundheitsdigitalisierung und Sektoren muss das erfolgen. Und erst dann kann ich auch davon reden, dass ich tatsächlich das Recht und die Verfügbarkeit an diesen Daten habe und eine Entscheidung treffen kann, wie damit umgegangen wird. Das ist bislang nicht der Fall. Das zweite ist Gemeinwohl definieren und umsetzen. Eine Kritik, die immer wieder auftaucht, die aber immer wieder nicht angenommen wird, ist, dass der Begriff des Gemeinwohls nicht definiert ist. Das ist tatsächlich ein wohlfeiler Begriff, der immer wieder in diese Debatte geworfen wird seitens der Bundesregierung, die sich aber nicht die Mühe macht, den zu definieren. Und ich glaube aus gutem Grund, weil ich mit Blick auch auf die DSGVO sagen kann, dass Datenschutzrechte eingeschränkt gelten, wenn das Gemeinwohl davon profitiert, sprich wenn mit den Daten geforscht wird. Daran haben die Unternehmen Interesse und bekanntlich, und wir haben es darauf hingewiesen, will Karl Lauterbach auch den Unternehmen diese Datensilos ja auch weitgehend übergeben. Das heißt, ich habe hier keine klare Definition des Gemeinwohls, weil sie einschränken würde. Ich brauche sie aber. Und das würde bedeuten, wenn Unternehmen mit den Daten forschen, dann muss ich als versicherte Person davon profitieren können. Ich muss die Daten einsehen können, die Ergebnisse einsehen können. Das passiert aber meistens im Zuge der Publikation erst Monate, wenn nicht sogar Jahre später. Das muss geändert werden. Es muss patentfrei sein, frei zugänglich sein. Und wenn ich das hinbekomme, dann kann ich darüber sprechen, überhaupt erst darüber sprechen, dass das eine diskriminierungssensible Umgang mit Gesundheitsdaten ist, die auch tatsächlich PatientInnen zentriert ist. Und das ist sie bislang auch mit Blick aufs Gemeinwohl nicht. Gut, kommen wir mal zu dem Thema Vertrauen durch Technik. Das ist eine weitere Forderung. Ich habe jetzt gerade von vertrauenswürdigen Ausführungsumgebungen gesprochen. Wir vertrauen in diesen Systemen, wie sie angedacht sind, sehr, sehr vielen wenigen einzelnen Playern, die auch in der Umsetzung nicht verpflichtet sind, das offen zu legen. Die Gematik macht zugegebenerweise relativ vielen Open Source inzwischen. Sie stellt Spezifikationen bereit. Die Dinge, die sie selbst entwickelt, sind auch meistens Open Source. Das machen sie inzwischen ganz gut. Aber de facto haben wir in diesem ganzen System viele magische Dinge, die irgendwie nicht unter Kontrolle sind, die wir auch nicht genau einsehen können. Was die Krankenkassen damit machen, wie die Spezifikationen umgesetzt werden, weiß kein Mensch. Wir wissen so ein bisschen, was die Kerntechnologien sind. Das Ganze ist nur dann vertrauenswürdig, wenn man das auch klar einsehen kann, wenn man das auch klar irgendwie kontrollieren kann, wenn es auch von neutralen Dritten eingesehen werden kann. Was im Bereich Gesundheitsdigitalisierung gerade auch passiert, ist eine Entmachtung des BfD und des BSI, weil man die nur noch im Benehmen konsultiert und nicht mehr im Einvernehmen. Und das heißt, die fragt man mal so ein bisschen zur Beratung, macht man dann eigentlich, was man will. Und ich glaube, Vertrauen durch Technik kann nur dann entstehen, wenn die Systeme offen, zugänglich und auch bestenfalls Open Source sind. Und erst dann kann ich diesem System auch vertrauen, speziell auch im Bereich Security. Das Ganze ist nur dann sicher, wenn es nicht irgendwie Security by Obscurity ist, sondern wenn es ganz klar auch einsehbar, nachvollziehbar und auditierbar ist von neutralen Dritten. Ja. Was uns noch zu diesem Thema führt, ich habe über Cloud-Techniken gesprochen. De facto haben wir jetzt so vertrauenswürdige Ausführungsumgebungen, die zum Beispiel bei der größten Krankenkasse in Deutschland ca. 11 Millionen Datensätze in so einem vertrauenswürdigen Dings zentralisieren. Und Karl Lauterbach verwendet ganz gerne mal das Wort Dezentralisierung, weil er mal sagt, es hatte so ein bisschen einen Flair von Privatsphäre und Sicherheit. De facto ist aber alles das, was jetzt gerade passiert, eine sehr, sehr starke, tiefergehende Zentralisierung von Daten. Und wir wissen, dass diese Systeme irgendwann mal scheitern werden und irgendwann mal lecken werden. Aber wir würden uns natürlich auch im Sinne der Hackerethik wesentlich wohler damit fühlen, wenn wir das so gut wie möglich dezentralisieren könnten. Weil am Ende geht es nicht darum, dass diese Daten irgendwo in großen Topfen irgendwo liegen, sondern es geht darum, dass diese Daten individuell für die einzelne Patientin
gebündelt sind und damit am bestenfalls dezentralisiert sind bei der jeweiligen Patientin. Ja, und damit sind wir bei dem Abschnitt der Fragen und verweisen nochmal auf die Slides, den Artikel über Netzpolitik, unsere Kontaktdaten und jetzt gerne Fragen. Vielen Dank für diesen super Vortrag schon mal. Wenn ihr Fragen habt, stellt euch bitte an den Mikrofonen auf. Wir werden euch nach und nach dran nehmen. Als erstes würde ich mal den Signal Angel bitten, eine Frage vorzulesen. Es gibt insgesamt 5 Fragen aus dem Internet. Die erste Frage wäre, gibt es Ansätze, diese Daten über Schnittstellen abfragbar zu machen, ohne sie in einen großen Datentopf zur Verarbeitung zusammenzuführen und auf so einer föderierten Architektur, die verschiedene Forschungs- und Medizinanwendungen über Multiparty-Computation oder ähnliche Ansätze zu realisieren? Ja, also diese Ansätze gibt es technisch. Sie werden technisch tatsächlich auch von zum Beispiel der Medizininformatik-Initiative benutzt. Das ist spannend, weil also es gibt in Deutschland Institutionen, die diese Techniken tatsächlich erfolgreich benutzen. Sie werden aber bei dem Bereich von den Kernelementen des Forschungsdatenzentrums und auch bei den Krankenkassen nicht genutzt, was spannend ist. Also eigentlich gibt es das, aber man will das politisch eigentlich bewusst, meiner Ansicht nach, nicht. Genau. Okay, dann Mikrofon 1 bitte. Ja, vielen Dank euch erstmal. Meine Frage ist, ihr hattet öfter den Herrn Lauterbach erwähnt. Gibt es denn überhaupt eine politische Partei oder größere Gruppen von Interessenträgern, die heute noch Widerstand leisten können, zum Beispiel gegen so eine Opt-out-Geschichte oder so? Oder ist das eigentlich ein breites Bild? Also sagen wir, sind es jetzt wir gegen die alle oder gibt es da noch Unterstützer? Nee, also man muss auch dazu sagen, wir hatten zum Beispiel einen offenen Brief online und dann haben zum Beispiel auch Anke Domschalt-Berg und Sabine Grützmacher, die zum Beispiel auch hier sitzt, die sind auch mit unterzeichnet. Ich weiß auch von bestimmten Abgeordneten der Grünen, die da bewusst dagegen sind, weil eben diese Transparenz nicht da ist. Aber ich habe das Gefühl, dass das Thema so bewusst in diese Gesundheitsschiene gedrückt wird und dass man die Digitalleute gar nicht einbeziehen will. Und das ist das entscheidende Problem, dass dieser politische Gesetzgebungsprozess so schnell durchgedrückt wurde, dass Gesundheitsleute über die Risiken von digitalen Systemen entschieden haben. Und ich glaube, da muss man mit allen Möglichkeiten, die man zum Beispiel im Nachhinein noch hat, dagegen klagen, sonstige Dinge tun und nochmal darauf hinweisen, dass das nicht okay ist. Und das muss man auch auf EU-Ebene tun. Okay, vielen Dank für die Frage und die Antwort. Mikrofon Nummer 3, bitte. Auch erst nochmal ganz herzlichen Dank. Du hast ganz zum Schluss gesagt, Daten dezentralisieren. Wo würdest du sie gerne gespeichert sehen? In den Arztpraxen, beim Patienten? Also ich bin natürlich ein Mensch, der sehr, sehr gerne versucht, das individuell bei den Personen zu erlassen. Also im Sinne von eine dezentrale Kopie bei den Patientinnen wäre ganz gut, dass man das eh dann aggregiert bei den Patientinnen. Man hat es ja eh so, dass man hat ja immer eine quasi doppelte Datenhaltung. Man hat das einerseits in diesen zentralen Dingen, in der elektronischen Patientenakte zum Beispiel und eben auch in den Arztpraxen. Und de facto gibt es dann halt immer die Notwendigkeit, dass man quasi die Patienten-individuelle Kopie immer bei den Patientinnen belässt, das wäre mir eigentlich am liebsten, aber wir haben natürlich da immer Probleme mit Backups, sonstige Dinge, von daher wird es dann immer so Dinge geben, die man dann immer so ein bisschen Backup muss, aber de facto muss man das System, glaube ich, gar nicht so groß verändern, weil was macht die Krankenkasse? Sie macht ein Backup von einem System, wo sie nicht reingucken sollen. Und das muss man, glaube ich, einfach sehr stark noch runterbrechen auf stärkere Dezentralisierung, Vereinzelung. Das wäre möglich, ist aber nicht gewollt. Vielen Dank. Lieber Signal Angel, bitte die nächste Frage aus dem Internet. Die nächste Frage wäre, gibt es konkrete Handlungsempfehlungen, Hinweise, wie funktioniert der Opt-out und gibt es nur ein bestimmtes Zeitfenster für den Opt-out oder wie das umgesetzt wird? Also zum Thema Opt-out ist es so, es gibt eine Informationskampagne, die hat ein Riesenbudget von 4 Millionen Euro. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert, aber die Krankenkassen sind damit beauftragt, dafür zu informieren. Von daher sollte noch was kommen. Es ist aber, glaube ich, auch sinnvoll, dass man da nochmal drauf guckt im neuen Jahr, wenn dann auch ganz klar ist, wie es umgesetzt wird auf, Verbraucherzentralen, sonstige, weil es aktuell noch so ein bisschen in der Schwebe ist. Das Gesetz ist quasi erst frisch verabschiedet und die Umsetzung auch mit der EPA für alle, dessen Spezifikation noch nicht final ist, wird noch ein bisschen, bis es wirklich final ist, wie es funktioniert,
dauern, aber man kann ja schon mal bei der Krankenkasse anfragen und sagen, übrigens, wie ist denn das? Ich hätte da Interesse, meine Rechte wahrzunehmen. Wie macht ihr das denn? Hilft auf jeden Fall. Dann würde ich das Mikrofon Nummer 3 nochmal bitten. Ich habe noch eine Anmerkung zum Thema Verschlüsselungsverfahren. Meiner Ansicht nach sind die für den Anwendungszweck gar nicht geeignet. Bei Bankdaten ist es so, nach 10 Jahren, wenn die dann potenziell gebrochen sind, Verschlüsselungsverfahren interessiert das wahrscheinlich niemanden mehr. Bei Gesundheitsdaten, die können auch noch nach vielen Jahrzehnten toxisch sein, potenziell, wenn es um Gendaten geht, auch über mehrere Generationen hinweg. Es gibt ja den Ansatz Store Now, Decrypt Later. Das heißt, ich schneide jetzt alles mit, was verschlüsselt übertragen wird, legt mir da die Daten ein paar Jahre in den Schrank und habe dann ein gebrochenes Verschlüsselungsverfahren und kann das entschlüsseln. Habt ihr da auch schon mal drüber nachgedacht? Also muss dazu sagen, an genau einem Punkt hat die Gematik darüber nachgedacht, dass man da auch schon in Richtung Quanten sicher gehen soll, zumindest mit von der Übermittlung der Daten an diese vertrauenswürdige Ausführungsumgebung. Aber bei allem, was in der Verarbeitung dann funktioniert und was zum Beispiel auch bei den Forschungseinrichtungen mit diesen Daten dann beforscht wird oder im Forschungsdatenzentrum selbst, da gibt es da keine größeren Überlegungen dazu. Das ist aber natürlich ein Problem, wie du richtig angemerkt hast. Dann nochmal Mikrofon 1, bitte. Vielen Dank für den Vortrag und für eure Arbeit. Ich wollte mal wissen, ob ihr vielleicht Infos darüber habt, ob so Opt-outler in irgendeiner Form benachteiligt werden sollen von den Krankenkassen. Also per Gesetz soll das nicht so sein, aber in der Praxis ist es ja immer so ein bisschen, naja, man kennt das ja. Okay, danke. Dann würde ich noch mal eine Frage aus dem Internet nehmen. Zur These mit der Statistik bei den Krankenkassen. Heißt es konkret, dass wir in Zukunft risikobasierte Krankenkassentarife angeboten bekommen, so wie bei der Kfz-Versicherung mit Regional- und Schadensfreiheitsrabatt? Nein, das ist gesetzlich tatsächlich ausgeschlossen, aber es ist nicht, glaube ich, nicht wirklich auszuschließen, dass zum Beispiel Menschen, die mit dir dann irgendwie in Kontakt sind, also diese Empfehlungen, die die Krankenkassen dann verschicken, die sollen sie schriftlich verschicken, aber das heißt natürlich, dass sie trotzdem indirekt so ein Profiling haben. Das soll sich nicht auf die Krankenkassentarife auswirken. Allerdings ist es natürlich rein logisch, politisch gesehen, für eine stärker marktorientierte Gesundheitsversorgung der nächste Schritt. Mikrofon 1, bitte. Ja, ich habe folgende Frage. Es ist ja so, medizinische Daten sind ja nicht auch immer fehlerfrei. Also Stichwort zum Beispiel Zweitmeinungsgesetz. Der eine Arzt sagt, operiere die Hüfte. Man geht woanders hin, der sagt, ist ja gar nicht nötig. Ferner sind ja medizinische Diagnosen ja auch nicht immer nur für den Patienten da, sondern manchmal auch zum Beispiel abrechnungsgetriggert. Hat man als Patient in diesem ganzen Konzept dann eigentlich, wenn man schon mal der EPA eingewilligt hat, dann ein Recht darauf, solche Daten wieder zu entfernen? Also zum Beispiel zu sagen, dieser Arztbrief des Orthopäden, das ist totaler Humbug, der muss da raus, der hat mit mir nichts, mit meinen Daten nichts zu tun oder mit meiner Gesundheit. Ich will nicht, dass jetzt konkrete Dokumente da drin bleiben. Habe ich diese Möglichkeit auf Löschung? Also grundsätzlich die Möglichkeit auf Löschung ist rein im Berechtigungskonzept, wie ich es aktuell kenne, aber es ist auch in der Entwicklung, ist aktuell noch enthalten. Das Problem ist aber, glaube ich, auch, dass du ja noch ein Folgeproblem hast. Du musst ja auch die Diagnose, die dann quasi auch deine Krankenkasse dann schon kennt, unter Umständen auch noch korrigieren. Das ist also eher so ein Problem, was jetzt schon vorliegt, was jetzt in der Praxis schon ein Problem sein kann, auch mit irgendwie, ja, speziell mit der Krankenkasse. Und das ist nicht besonders explizit angesprochen worden. Tatsächlich gab es auch Meinungen, wo Ärztinnen in den Anhörungen meinten, Patientinnen sollen gar kein Recht haben, Daten zu löschen. Also das driftet auch ein bisschen in eine komische Richtung ab. Okay, danke. Dann gehen wir mal nach hinten an das Mikrofon Nummer 4, bitte. Habt ihr in der EPA für alle irgendeinen Hinweis gefunden, ob ein Opt-out eine technische andere Behandlung der Datenverarbeitung beinhaltet oder ist völlig egal, ob ich ein Opt-out mache, die Daten dann gleichzeitig decrypted via landen auf? Also grundsätzlich ist die EPA im Opt-out etwas, was technisch eigentlich nur dadurch gelöst wird, dass die Verarbeitung durch den Consent blockiert wird, dass aber zum Beispiel der Zugriff, es gibt noch ein Entitlement-Management, das Entitlement-Management gibt bestimmten Anwendungen Zugriff auf diese Daten. Das wird normalerweise nicht geändert. Du kannst aber individuell deinen persönlichen Konsens oder sagen wir eher Widersprüche draufsetzen, die eine bestimmte Verarbeitung blockieren. Also eigentlich ist es kryptografisch kein Unterschied.
Okay, und dann noch eine letzte Frage. Mikrofon Nummer 3 nochmal bitte. Du hast gesagt, EPA 3.0 wird verschlüsselt mit der Krankenversicherungsnummer. Die steht ja nun nicht nur der Krankenkasse zur Verfügung, sondern steht auch auf diesen Karten drauf und auf jeder Überweisung und ihr Rezept. Kannst du das nochmal genauer erklären, bitte? Also die KVNR ist eine Nummer, die besteht aus zwei Teilen. Ein erster Teil davon ist auf deiner Krankenversicherungskarte. Das sind die ersten 10 Nummern. Das ist auch, also ein Teil davon ist patientenindividuell unique über das gesamte Leben. Und ein anderer Teil steht nur der Krankenversicherung als zweiter Teil zur Verfügung. Das heißt aber trotzdem, dass die Krankenversicherung als solche diese Informationen vorliegen hat. Hat das die Frage beantwortet? Grob. Gut. Man merkt auch anhand der ganzen Fragen, dass es ein sehr interessantes Thema ist. Vielen lieben Dank, Daniel und Bianca, für diesen tollen Vortrag.